Hallöchen und willkommen hier zu einem weiteren Tutorial-Video hier bei unserem Kanal. Und zwar soll es heute um Spezies X gehen, eine, ja, doch recht merkwürdige Pflanze, wie es scheint, die kürzlich Einzug in Ark gehalten hat. Und was es mit der auf sich hat, das soll heute in diesem Video behandelt werden. Um diese wundersame Pflanze namens Spezies X überhaupt züchten zu können, ist es notwendig, natürlich erstmal den entsprechenden Samen zu finden. Den gibt es leider Gottes nur auf den höchsten Bergen in Ark. Oder generell auf Bergen. Und zwar muss man dafür so rötliche, korallenähnliche Pflanzen abbauen, ganz oben auf den Bergspitzen. Gerüchten zufolge scheint es tatsächlich noch andere Orte zu geben. Ich konnte es allerdings nicht bestätigen. Die einzigen Samen, die ich gefunden habe bisher, gab es tatsächlich nur in diesen rötlichen, korallenähnlichen Pflanzen auf den Bergen oben drauf. Hat man einige Zeit mit dem Sammeln der roten, korallenähnlichen Pflanzen auf den Bergspitzen in Ark verbracht, sollte man früher oder später in den Genuss kommen, den Samen für Spezies X tatsächlich zu finden. Das kann natürlich, je nachdem, wie euer Glück ist, doch schon mal durchaus eine Weile dauern. Ich hatte leider Gottes nicht ganz so viel Glück, hat eine Weile gedauert. Aber, wie gesagt, früher oder später sollte er für jeden zu finden sein. Hat man nach einiger Zeit den Samen für Spezies X gefunden, kann man sich daran machen, ein großes Blumenbeet für die Pflanze zu bauen. Dafür ist es notwendig, dass man mindestens Level 35 ist und 36 Engram-Punkte zur Verfügung hat. Denn für das große Blumenbeet muss man vorher das kleine und mittlere gelernt haben, was jeweils mit 9 und 12 Punkten zu Buche schlägt. Sollte man das Glück haben, irgendwann mal in der Spielwelt von Ark einen Bauplan für ein großes Blumenbeet gefunden zu haben, kann man natürlich auch vor Level 35 bereits das große Blumenbeet bauen und kann sich gleichzeitig auch noch die 36 Engram-Punkte sparen. Für das große Blumenbeet ist es insgesamt erforderlich, 80 Holz, 40 Thatch, 60 Fiber und 100 Steine zu farmen. Sobald wir dann eine geeignete Stelle für unser Blumenbeet gefunden haben, können wir uns daran machen, die Blumenmut zu züchten. Dafür packen wir ganz einfach den Samen von Spezies X in das große Blumenbeet und packen entsprechenden Dünger dazu. Denn ohne Dünger wächst das Ganze nicht. Damit das zarte Pflänzchen überhaupt wachsen kann, benötigen wir natürlich für unser Blumenbeet noch eine Wasserversorgung. Das kann insbesondere in den Bergen, wo wenig Wasser zu finden ist, ein Problem werden. Aber gerade hier, wie bei uns am Strand, ist es kein Problem. Befindet sich der Blumensamen von Spezies X zusammen mit dem Dünger in einem Blumenbeet und ist die Wasserversorgung sichergestellt, beginnt unsere Pflanze langsam zu wachsen. Je nach Servereinstellung kann dies einige Ingame-Tage in Anspruch nehmen, dabei durchläuft die Pflanze natürlich mehrere Wachstumsphasen. Sobald die Pflanze ausgewachsen ist, ist es möglich, über ein entsprechendes Kontextmenü verschiedene Einstellungen vorzunehmen. Zum Beispiel ist es möglich, die Angriffsreichweite einzustellen oder festzulegen, welche Ziele von der Pflanze angegriffen werden sollen. Zusätzlich ist es möglich, natürlich die Pflanze in einen Schlafmodus zu versetzen, indem sie keine Ziele angreift. Bei Bedarf kann dieser natürlich reaktiviert werden. Um euch die Fähigkeiten der Pflanze ansprechend demonstrieren zu können, habe ich ein kleines Opfer ausgewählt. Dieser Level 40 Dilophosaurus sollte für unsere Pflanze kein Problem darstellen. Und wie ihr seht, macht diese mit ihm kurzen Prozess. Auch etwas größere Gegner wie dieser Level 68 Raptor stellen für diese Pflanze keine Herausforderung dar. Baut man mehrere Blumen wieder nebeneinander und kombiniert diese mit Gatling-Türmen oder Fallen, kann man durch den Verlangsamungseffekt der Sporen effektive Verteidigungsanlagen aufbauen. Dadurch sollten durchaus auch größere Gegner machbar sein. Als Hobbygärtner solltet ihr niemals vergessen, eure Pflanze ausreichend zu düngen. Solltet ihr dies einmal vergessen, gehen eure Pflanzen ein und ihr steht ohne Verteidigungsanlagen da. Eure neuen Verteidigungsanlagen in Form der Pflanzen von Spezies X regenerieren verlorene Lebenspunkte von alleine. Ausreichend gedüngt halten sie so eine Ewigkeit. Leider ist es zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich, weitere Samen von ausgewachsenen Pflanzen zu erhalten. Solltet ihr also mehrere dieser Pflanzen haben wollen, müsst ihr euch wohl oder übel auf den nächsten Berg begeben und weitere dieser roten, korallenähnlichen Pflanzen abbauen. Das soll es erstmal gewesen sein für dieses kleine Tutorial-Video. Ich hoffe, es hat euch ausreichend Informationen geliefert, um erfolgreich Spezies X züchten zu können. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst mir noch gerne einen Daumen hoch da. Gerne könnt ihr mir natürlich weitere Tutorial-Wünsche in die Kommentare schreiben oder mir auch schreiben, was man vielleicht verbessern könnte. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Ciao!